Heute habe ich für alle Strausberger wichtige Informationen, die mit unserer Linie S5 unterwegs sind. Hier im Video zeige ich, wann genau welche Stationen von Baumaßnahmen betroffen sind und danach erkläre ich Ihnen Alternativen, damit Sie trotzdem gut ankommen, auch barrierefrei. Willkommen zur Bauinformation der S-Bahn Berlin. Nächste Station, bitte. Übergang zum Regionalverkehr. Bei dieser Baumaßnahme geht es um den Bahnhof Hegermühle. Hier werden Bahnsteig und Zuwegung erneuert und die Ausstattung verbessert. Wichtig für alles mit Rädern. Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen oder Fahrräder. Deshalb können ab der ersten Woche der Sommerferien für etwa 3 Wochen zwischen Strausberg Nord und Strausberg keine S-Bahn fahren. Ganz genau von Montag, den 17. Juli, bis zur Nacht auf Montag, den 7. August. Der Bahnhof Hegermühle ist noch eine Woche länger betroffen. Hier können bis zum 14. August frühmorgens keine S-Bahn halten. Eine Alternative könnte für einige von Ihnen die Tram 89 sein, ab Strausbergstadt von hier der Haltestelle Lustgab. Mit Halt an der Tramstation Hegermühle, nahe dem Handelszentrum Strausberg und der Haltestelle am Stadtwald, ein paar hundert Meter vom S-Bahnhof Hegermühle entfernt, zum Bahnhof Strausberg. Die Tram 89 fährt wochentags alle 20 Minuten. Eine andere Alternative ist unser Ersatzverkehr mit Bussen. Die Ersatzbuslinie S5 verkehrt vom S-Bahnhof Strausberg Nord über den S-Bahnhof Strausberg Stadt, dann als Halt für den S-Bahnhof Hegermühle zur regulären Mobus-Haltestelle am Annatal nahe der Jet-Tankstelle zum S-Bahnhof Strausberg. In der letzten Woche, wenn die S-Bahnen wieder fahren, aber am Bahnhof Hegermühle nicht halten können, fahren die Busse der Ersatzlinie S5 nur bis Strausberg Stadt. Die Busse verkehren wochentags und am Wochenende tagsüber alle 20 Minuten. Abends ab 21 Uhr alle 40, am Wochenende nachts alle 60 Minuten. Wie hier am S-Bahnhof Strausberg ist der Weg zu den Bussen des Ersatzverkehrs barrierefrei. Die Busse sind es überwiegend auch. Wenn Sie Ihr Fahrrad mit in den Bus nehmen wollen, dann denken Sie bitte daran, dass Fahrgäste im Rollstuhl oder mit Kinderwagen bei uns immer Vorrang haben. Noch mehr Infos finden Sie jederzeit in unserer S-Bahn-App. Und nun danke ich allen, die unsere S-Bahn besser machen und besonders Ihnen viel Verständnis. Machen Sie es gut, Ihre Kelly.